Ich stehe westlich heute von Topeka in Kansas und ihr hört es vielleicht, da ist unglaublicher Wind, warmer Wind vom Golf von Mexiko, 30 Grad, die da raufströmen und im Hintergrund merkt man schon, wie die Zellen hochgehen, da ist eine ganze Line, die nach dem klassischen Weg zieht, nach Nordosten. Windgeschwindigkeiten so zwischen 50 und 60 km/h, Mittelwind bei 40 km/h, warmer Südwind. Mal schauen, was da heute kommt. Wie gesagt, ich bin vorsichtig, es ist immer, man glaubt immer, da wird was draus, aber das schaut schon sehr mächtig aus. Und es könnten nicht gleich Lines sein. Es gibt in Omaha oben, ich wollte eigentlich nach Omaha, aber da sind eher dann sehr schnell Verklasterungen. Und hier ist die Möglichkeit, dass sich Einzelzellen entwickeln, die ein bisschen länger bleiben und eben besser anfahrbar und zu beobachten sind. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hier westlich von Topeka die ersten Zellen hier im Vorfeld dieses warmen Windes vom Golf von Mexiko. Und hier kommt die nächste siviergewarnte Zelle, die kommt jetzt genau hier rein. Ja, ist zwar nur aus der Distanz, aber hier ist eine lange Funnel Cloud, wenn nicht sogar Tornado. Ja. Sind circa 15 Meilen, ja 25 Kilometer in etwa entfernt. Aber es macht keinen Sinn, da jetzt hinzufahren, weil bis ich dort bin, ist der wieder weg. Aber sehr langer Finger, der da rausgeht. Bin da auf einer erhöhten Position, wenn ich da jetzt runterfahre, dann verliere ich sofort den Sichtkontakt. Ja, ist nicht gut zu sehen, aber man sieht ihn. Also der ist wahrscheinlich am Boden. Und jetzt ist es auch eine Tornado-Warnung. Ja, ich glaube, jetzt sieht man ein bisschen besser. Ein sehr, sehr langer Tornado, der hier sehr weit zum Boden reicht. Leider sind die Stromleitungen dazwischen. Aber es ist eine komfortable Entfernung. Da ist man keiner Gefahr ausgesetzt, außer von der anderen Zelle. Da könnte sich natürlich auch jederzeit ein Tornado noch bilden. So, jetzt hat er sich ein bisschen verlagert, jetzt ist die Leitung wenigstens nicht im Weg. Ja, jetzt löst er sich wieder auf. Geht ganz schnell und genauso schnell kann er auch wieder kommen. Weg ist er. Interessant, da sind Mamatus-Wolken, die aber an der Vorderseite sind, nicht an der Rückseite. Und hier steht die Polizei und beobachtet das Ding genauso. Da scheint sich jetzt noch eine aufzubauen, da in der Rückseite da noch eine Zelle anzubauen.
die Tornadosirenen heulen. Links und rechts vom Salina-Schild haben sich jetzt zwei Wolkenclouds gebildet, wurde auch jetzt nochmal eine vergrößerte Tornado-Warnung ausgegeben. Es ist immer noch schwül. Ja, so ändert sich das ständig. Das ist definitiv diese Rückseite hier, die Sivir bzw. auch Tornado gewarnt ist. So, und jetzt hat es hinten wieder ein bisschen angebaut und immer wieder so kleine Funnels, die mal länger werden, mal kürzer. Naja, das könnte wieder eine neue Wolkencloud werden. Alle sehr schöne Strukturen hier. Sieht man sich doch gerne an. Vielleicht der Hagel. Muss ich euch auch einmal herzeigen, am Handy bekommt man ständig hier, ohne dass man irgendwo eine App oder was so braucht, wird ständig hier vom National Weather Service Tornado-Warnung oder Severe Thunderstorm-Warnung. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch, kriegt man automatisch hier ununterbrochen aufs Handy, solange hier die Aktion läuft. Das war's. Die Zellen rasen jetzt mit einem ordentlichen Tempo Richtung Osten, sind immer noch da bei mir. Die Zelle, die ich jetzt verfolgt habe, die ganze Zeit immer noch Tornado gewarnt. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis dann. Pfiat euch.